Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. 7 Days to Die mit dem Spielekaiser. Guten Tag. Hallo, grüß dich. Wir haben die erste Nacht überlebt. Ja. Ja. Auch nicht. Hat der Zombie die Kante weg oder hast du die Emporia weggedengelt? Nee, ich habe die weggemacht gerade. Achso. Okay. Der ist aber irgendwo hier rein, ja, durch die Tür hier, siehst du? Ah. Der Schrecksack, wo ist er? Der ist aber nur kurz reingekommen, ich habe ein paar Mal angeschossen und so wieder abgehauen. Oh hier, der erste Sonnenaufgang. Das ist echt nicht schön. Biom. Ja? Das sieht gut aus. Warte mal, hier unten. Canyon, da könnte doch mal. Muss einen Screenshot da machen. Da hinten ist noch ein Haus. Und das andere, ich gehe in die Hocke, wenn ich einen Screenshot mache. Was ist noch ein Haus? Ja, Richtung Südosten. Da ist noch ein Häuschen. Ja, aber dann, so eine kleine Stadt wäre halt schön. Wollen wir, bevor wir die Hütte hier großartig ausbauen, absichern und so weiter. Wir sind ja jetzt. Ich habe soweit leer alles. Na ja, gut, ich habe ein bisschen Scrap Iron dabei und so weiter, aber. Wir Hast brauchen du Essen Stein. Mitgenommen? Bitte? Essen, Hast nein. du Essen mitgenommen? Nein. Wir brauchen Stein und Holz auf jeden Fall. Wieso habe ich eigentlich so viel Leben verloren? Warte mal. Das ist noch eine Hütte. Ich würde jetzt mal reingehen, mir die Pille reinwerfen und ich könnte auch ohne, also. Die blaue nee, aber bevor wir jetzt dieses Haus hier massiv ausbauen und dann um die Ecke das geilste Haus finden, was wir uns wünschen. Ja. Also eine kleine Stadt wäre halt super. Ja. Wobei als Basis finde ich das Haus schon sehr schick eigentlich. Ja, als erstes Refugium machen wir das auf jeden Fall. Federn, Holz und Stein. Use. So ein paar Ressourcen noch holen. Du brauchst am Anfang echt lange, um die ganzen Ressourcen zusammenzubekommen. Ich werde mich jetzt einfach satt essen an den Konserven. Oder ich werde zwei Konserven essen. Und mir das eine Wasser reinhauen. Ach, Moment, ich habe jetzt die Konserven. Essen aus dem Feuer mit. Genau, soll ich komplett mitnehmen? Ja, nimm alles mit. Pack mal alles ein. Das ist jetzt uns eine Fleisch. Bei 80, was gibt mir Bacon Eggs, was gibt Grilled? Der ist doof hier, der Zombie. Ich lass das mal so. Jetzt will er mich. Zu trinken ist ein Problem, sollen wir nicht kurz Wasser einkochen? Ja, ich hab 2 Wasser und 5 leere Gläser, wir können ja Schnee holen. Ja, ich hab 3 leere Gläser jetzt. Ich muss mal eben kurz den Typen hier und wegmachen. Blechbüchsen habe ich noch, die würde ich jetzt auch mal. Dann lass uns ganz kurz erstmal vorbereiten, bevor wir losziehen, ne? Mhm. Ich würde sagen, wir machen mal eine Shovel, damit wir shoveln. Wobei, du müsstest doch, ist nicht Shovel von dir, müsste doch eine höhere... 50er sein, ja, warte, ich... Ah, jetzt liege ich da. Dann breche ich die nämlich ab. Kommst du nochmal hoch zur Hütte? Ja, ich mache den Typen eben platt hier. Zack. Rechts ist irgendwas, ich sehe was aus dem Augenwinkel, im Bleu. So, Schaufel kommt, ich bringe ein bisschen Schnee mit. Mhm. Ich bringe ein bisschen Schnee mit eben. Ja. Nein, ich habe gesagt nicht. Nicht so, okay. Oder so. Wie viel Schnee braucht man denn? Hier rechts ist irgendwas. Das ist ein Zeltlager. Passt so aus. Ah, hier kommt so ein. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe die dir in der Nacht gegeben. Achso, okay. Ich kann mit 4. Nee, dann laufe ich jetzt mal weg vor dem. Und laufe mal da hinten Richtung dem, was ich gerade entdeckt habe. Oh nein, Geier. Die sollen ziemlich easy sein. Mit dem Knüppel muss ich nur richtig ausweichen und beim Ausweichen draufhauen. Okay. Ja, hier ist ein Zeltlager hier oben. So, 32 Pfeile sind am Stissel. Guck, jetzt kommen 5 Wasser. Ja, da vorne ist der Grand Canyon und eine Hütte am Hang. Das wäre natürlich auch sehr gut als Basis, ne? Ja, obwohl die Zombies sich ja wirklich reingraben, ne? Wenn die Horde unten spawnt. Na gut, aber dann buddeln sie sich doch unten runter. Das ist doch egal. Genau, bei so einem Canyon. Ja, aber wir hätten in eine Richtung nur abzusichern, weißt du? Das wäre... Ja. Hier ist sogar ein Auto. Loot it. Mach ich. Ich nehme auch die Stühle mit, die kann man ja dann scrappen. Genau. Ich schmeiß mal den ganzen Rotz in die Kiste. Hier kraucht einer, den lasse ich mal krauchen. Kann mich mal gern haben. So, ich komme mal zu dir. Ich hab's Wasser.
Das ist gut, dass wir uns kurz... Wir haben die Küche noch gar nicht gesucht. Ich würde sagen, wir gehen dann rüber zu dem Grand Canyon dann, ne? Also... Ja. Das könnte eine noch bessere Basis sein, als das, wo wir jetzt sind, bevor wir jetzt da alles ausbauen. Aber vielleicht sollten wir direkt dann einen Topf und sowas mitnehmen und überhaupt den ganzen Stuff, den in den Kisten ist. Das Wichtigste, ja. Okay, ich habe zwei Pipes, das heißt, Forge kann kommen. Na gut, wir müssen erstmal das Leder. Genau, wenn wir das Leder haben. Und sehr viele leere Gläser hier. Aber sonst hast du hier alles. Nimm die Stühle noch mit. Weil die Stühle kann ich auch direkt scrubben, ne? Ja, die können wir sonst auch so ins Feuer reinhauen. Um die Couch, ne, macht keinen Sinn. Stimmt. Ja. Ich nehme aus der Kiste oben das Wichtigste mit. Ja, vor allem aus dem Lagerfeuer den Grill und den Topf. Das würde ich jetzt mal einpacken. Mhm. Pipegeld, Essen. Ich habe auch sogar noch einen Grill gefunden. Das ist ja mehr als großzügig. Super. Ja. Das okay. Duct Tape, Receiver, Essen, für Fackeln, Eisen. Guck mal, haben wir noch was in Kisten hier drin gehabt, im Nightstand? Den Tresor haben wir ja noch, ne? Den müssen wir bei Gelegenheit mal... Ja. Ja. Guck mal in die Kiste, hast du noch Platz? Ja, ja. Da wäre noch ein bisschen was. Ich mach okay, das müssen wir noch mal entscheiden. Ich würde mal die Pfeilspitzen würde ich mal scrappen. Das macht keinen Sinn in dem Stadion jetzt, oder? Vier Pfeile lädst du einmal durch. Kannst du noch mal kurz den Topf reinschmeißen? Dann mache ich noch mal ein bisschen Wasser. Ja. So. Danke. Dann scrappe ich auch kurz hier die Trophy. Ja, ich weiß, soll man nicht machen. Bla bla bla. Shotgun-Stock, den geben wir mal auf. Ja, ja. Gut, die Kiste ist leer. Super, ich guck mal eben. Ich hab noch ein bisschen Platz, aber das passt so. Ich habe noch ein paar Wasser, die durchlaufen. Okay. Also ich habe 8 Wasser in der Tasche. 10 habe ich jetzt. Das sollte ja erstmal langen. Wir können das ja hier drin lassen zur Not. Ja, warte mal, das Holz nehme ich mit. Und den Topf nehme ich wieder mit, wa? Diese Seeds nehme ich nicht weg. Warum kann ich denn den Topf nicht rausnehmen? Vielleicht musst du die Warteschlange erst lernen. Ach, da ist eine Warteschlange noch drin. Entschuldige bitte, das habe ich... Nee, alles gut. Alles klar. Gut, dann warten wir die 1,43 noch ab. Ich hole schon mal so ein bisschen Stein hier für Pfeile. Puh, wollen wir jetzt die 1,5 Minuten warten? Ja, sonst kannst du... Ach, wir haben nur einen Topf, ne? Mhm. Würde ich sagen, lass durchlaufen, aber... Warte, haben wir's? Ja, könnten wir rein theoretisch warten. Gut, dann habe ich auch nochmal einmal Eier, Bacon und Eggs auf den Grill geworfen. Ich hole in der Zeit mal eben Steine und Eisen. Ja, Lito. Bevor ich da drum rumstehe. Arrow, 26 Stück. Guck mal. Das ist nicht schlecht, aber auch 32. Jetzt fängt es voll an zu schneien, ne? Mhm. Da hast du dir die Richtung gemerkt, weil ich glaube, das sehen wir jetzt nicht. Südost war es, glaube ich, ne? Das stimmt, ja, gar nichts jetzt. Ach du Scheiße. Weil das war schon relativ weit entfernt. Außer wir haben das Glück, dass wir aus der Zone rausgehen, weil das war ja sehr unterbrochen hier, die Zone, ne? Da fällt dir was auf? Uns wird nicht kalt, aktuell. Warum? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist am Anfang so, dass das so ein bisschen Welpenschutz ist. Aber du hast normalerweise nur Schutz, was Zombie-Spawn angeht. Eigentlich schon, aber irgendwie ist es... Oh, der ist ja direkt neben mir. Oh, ich dachte, ich hätte noch Zeit. Guten Tag. Ach so. Oh, shit. Mhm. Schwabbel, ey. Okay. Hinter dir. Achtung, okay. Achtung, hinter dir. Lauf. Digga. Patsch, patsch, patsch. Deine Schusslinien zu kreuzen ist aber auch gefährlich. Ja, ja. Friendly Fire ist an, ne? Ja. Natürlich. Zu leicht wollte ich es uns auch nicht machen. Okay, jetzt fertig. Sehr gut. Na gut, dann holen wir uns drin cool. Den Stuff. Wollen wir uns losmachen oder wollen wir... Ja, sobald wir... Wenn wir alles haben, ich hole ein bisschen Holz. Wir haben ja 8 Uhr, ne? Das ist ja noch relativ früh. Reparieren kann ich. Die Couch können wir noch zerknüppeln. Gibt Stoff, ne? Mhm. Guten Stoff. So, das ist durchgerauscht. Shit. Das lassen wir hier. Holz ist Holz. Topf ist hier. Na, 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 ich hab na, na, na. Nicht... Ich scrap jetzt die Chairs hier.
Shotgun-Stock mache ich jetzt auch weg, bis wir einen Shotgun machen können. Das Shotgun-Stock? Ich habe Parts und... Jetzt ist er weg. Okay. Ja, aber wir können die Waffen noch nicht, oder? Also, nee, noch nicht. Also von daher ist das ja... Gut, dann lass uns losziehen. Ich habe alles. Sehr gut. Ich hau den Baum kaputt. Yay, Quest fertig. Jetzt kommt die Händler-Quest bei mir. Ja, Locate Raider. Nee, Quatsch, Campfire. Ja, dann setz schnell. Da wollen wir in die Richtung. Ich friere jetzt übrigens. Okay, ja, ich auch. Da hebt das Campfire auf. Dann laufen wir erstmal. Ja, Ich kann es noch nicht machen, ich brauche noch mehr Stein. Hier drüben, glaube ich. Nein! Ja. Oh, knapp. Brauchen? Nee, alles gut. Bisschen Schaden genommen, aber das war's auch. Oh, guck mal, jetzt wird's hier wieder schön. Ja, ja, jetzt wird's auch hell. Komm, der kommt ein Dicker. Digga. Ich kann nichts aufnehmen, ich bin so maximal voll. Lass uns zu der Hütte rübergehen und dann gucken wir uns da drüber an. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Oder meinst du, die Zombies kommen da hoch? Ja, entweder kommen die von oben oder von unten oder von der Seite. Oh, hier gibt's auf jeden Fall Juckerfruit, die ich nicht aufnehmen kann. Fuck, ich muss irgendwas wegwerfen. Na, ich bin auch voll. Ich scrap die Schüler jetzt. Scheiß auf. No ball. Jukka, Jukka, Jukka. Übrigens, die Kakteen aufzuschlagen ist ja auch sinnvoll, ne? Dann kriegen wir auch noch. Kriegst du Fibers und Jukka. Aber Jukka-Palmen stehen eigentlich so viele rum. Ich esse jetzt mal das eine Fleisch. Da hab ich einen Frosch im Hals. Was ist das denn? Jetzt bin ich bei 90. Kann ich mich noch ein bisschen Jukka aufnehmen. Die Nester mit. Müssen wir ja rechts hoch, oder? Würde ich sagen. Den Berg. Guck dir mal die Straße an. Und was für eine Straße? Ah, die im Canyon drin läuft. Verläuft. Bin ich gar nicht. Ich bin jetzt rechts hoch. Siehst du jetzt aktuell nicht. Nee, wenn du auf dem Berg bist, dann siehst du es. Aua. Kaktus. Hey, Auto. Aua. Na, da bin ich auch noch gespannt, wann das kommt, dass man die fahren kann. Ja. Ah, ich hab da ein bisschen was hinter mir. Komm mit hier hoch, wo ich bin. Komm, ja, ich loote eben noch ein bisschen. So. Unterwegs. Guten Tag. Rups. Ja, das ist ein hohes Haus. Aber so ein viereckiges, weißt du? Oh, hier ist aber auch schön. Ja. Kann man, glaube ich, ganz gut absichern. Für die ganze Jukka kann man zumindest Heilbandagen machen. Oh, guck mal hier. Was denn? Was ist denn das für ein Loch im Boden? Ist das... Ja, das ist die Höhle. Was für eine Höhle? Die wir beim allerersten Stream hatten von Alpha 16 Experimental. Hier unten ist eine Workbench. Ach, wa. Aber das ist doch die Höhle der No-Frames, oder? Wie bist du da runter? Einfach runtergerutscht? Nee. Lass uns erstmal zur Hütte gehen, oder? Ja. Willst du in die Höhle? In die Höhle möchte ich aber nicht. Gut, dass du wissen, dass sie hier ist. Ja gut, aber wir wollen ja nicht in der Höhle leben, oder? Das ist ein bisschen... Nee. Wird dann schon ganz gern offen dem Feind gegenüberstehen. Chicken. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man das jetzt so absichert, dass die praktisch... Ne, die kommen da gar nicht im Berg hoch. Ist viel zu steil. Nee, die graben sich wenn rein oder kommen von oben. Ja, aber das ist in Ordnung. Dann wissen das wir ist schön. Ist doch ganz geil hier, oder? Und dann, Ziel ist dann eine große Brücke bis auf zur anderen Seite, oder? Ja. Oder? Machen wir brauchen Support. Ist hier immer neblig? Ne, das ist jetzt nur momentan, wa? Ja. Sehr cool. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Spot. Nehmen wir. Und wir machen eine Brücke bis rüber. Und vor allem können wir hier von hier oben, guck mal, da hinten ist noch mehr. Das könnte sogar eine kleine Stadt sein, da hinten. Guck mal, die Straße, wie die läuft. Super. Ach, Quatsch. Oh, sorry. Mach nichts. Noch einmal. Okay. Ah, zack. Oh, hier ist ein Ledercouch, perfekt. Wo knurrt der denn unten wahrscheinlich, oder? Nö, der kommt hier hoch. Oh, Mist. Ja, was ist draußen? Pass auf. Wow, sehr gut. Sein Kopf fehlt. Kopflos durch die Nacht. Ich hab doch keinen Platz. Was mache ich denn jetzt? Doch Büchsen stecken. Achtung, dicke Frau hinter dir. Ja. Oh. Gut, dass du sagst. Wörter. Ich tauf sie Wörter. Oh. Na, ah, das ist immer blöd, dass der. Die Schwester ist noch da. Ja. Dass die Köpfe in der Wand hängen bleiben oder sonst wo. Tot. Na komm, stirb! Huibu! Das fette Gespenst. Das war's. Ist sie weg? Jo. Cool. Packen wir in den Kühlschrank, oder? Ein bisschen Stuff. Ja.
Oder ich packe in den Kühlschrank schon mal Essen, dann haben wir schon mal einen Großteil. Und ich packe zu essen auch Moldy Bread und das... Geier. Ja, dann einfach... Du hast doch ein Campfire, oder? Nee, noch nicht. Ich hab's noch nicht getan, aber okay. Jetzt mache ich's. Machst du das auf den Herd? Mhm. Warte mal, ich mach mir eine neue Axe. Zack. Warum kann ich keine Stone Axe herstellen? Weil mir Steine fehlen. Was ist denn dieses... Dieser Verlust? Ich hab noch 4. Eine Steinaxe, warte, mache ich dir. So, du hast ja sowieso, du machst ja die Äxte ja richtig. So, Kühlschrank sagst du, ne? Jo, da würde ich das Essen reinmachen. Sehr gut, warte mal, Bier, das und Fleisch. Okay, Campfire ist da. Mach das auf den Herd am besten, oder? Oder halt, bist daneben. Da wascht. Ranch, bitte. Ja, eine Ranch! Level 37 Ranch, alles klar. Wo hast du denn die Ranch gefunden? In der Spüle. Spülen können Ranches enthalten. Ihr merkt schon, ich habe mir den richtigen Mann hier für das Let's Play an die Seite geholt. Das heißt, wenn wir das Buch finden, Minibike am Start. Ja, das wäre sehr früh. Du hast eine Axt für mich? Ja. Liegt hier. Okay, danke. Holen wir nochmal Stein, wa? Guck mal, jetzt ist der Nebel weg. Jetzt ist der Nebel weg. Perfekt. Wie machen wir das? Machen wir die Treppe im Haus weg oder die machen wir auf? Beide, oder? Beide weg, ja. Also im Haus würde ich vielleicht sogar dicht machen komplett. Ja, hätte ich auch gesagt. Ist das ein geiler Canyon hier? Warte mal. Ja, der Spot ist super, oder? Ja. Also da geht ein Weg hier unten entlang. Also ich hoffe, dass irgendwann die Ziplines reinkommen, die sie angekündigt haben. Dass man sich dann, weißt du, hier runter... Also ich würde auf jeden Fall sagen, Richtung Nordost, beziehungsweise Ost. Das ist eine also Stadt. Dem Canyon lang. Hm. Große Stadt. Nein. Achso, das Richtung da eine Stadt ist, ja. Osten, ja. Würde ich sagen, ist eine Stadt da hinten auf dem Hügel. Das war auch. Werden wir in der nächsten Folge, würde ich sagen, uns angucken da drüben. Ist schon, oh yo. Ja, es geht schnell. Schon aber wieder soweit. Ist doch schön. Also ich meine, das ist ja, man merkt, wir haben Bock. Und ihr habt vielleicht den Nachteil, dass ihr nicht so schnell Tipps geben könnt. Oder wir halt eure Tipps nicht umsetzen können. Kann man sehen, wie man möchte. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüssi.